Ja, bleib bloß da hinten. Hier. Achso, ne, hier ist eine Thermosflasche. Und das war's auch schon. Wow! Ah, voll in die Fresse. Komm her, du. Wie kommen wir denn dann da runter? Was? Was sind das für Geräusche? Hier ist irgendwie komplett falsch, aber die andere Richtung, da war ja auch nur eine Klippe. Ja, hier ist so ein Weg, aber der ist hier zu Ende. Oder? Also, nochmal. Jetzt heilen wir uns hier erstmal. Safe Haven, ja. Von da sind wir doch gekommen, da müssen wir eigentlich nicht wieder zurück. Von dem her muss es eigentlich hierher gehen. Aber da unten ist doch nichts. Also da unten ist schon was, aber das ist so tief. Das sieht nach diesem Holzfällerlager aus und wenn wir da nicht runterkommen, dann... vielleicht doch hierher. Nochmal zurück, irgendwie. Alter, diese Blätter, die bewegen sich im Wind und dann denkst du, da ist schon wieder so ein Schattenmonster. Ach so, da ist ein Licht. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Da oben. Und da ist auch irgendwas Helles. Nicht, dass uns da jemand in eine Falle locken will. Achso, nee, das ist ein Manuskript. Fernseher in der Tankstelle. Ich betrat die Achso, wo die Augen drauf waren. Dort war es dunkel und still. Es herrschte Chaos. Es sah aus, als habe jemand den Ort verwüstet. Als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm, wie von Sinnen redend. Okay, das wird uns dann wohl gleich noch passieren, weil in der Tankstelle waren wir ja noch nicht. Und ich musste gerade nur an diesen Fernseher in der ersten Hütte denken, wo da dieses Auge drauf war. Kontrollpunkt. Und ein bisschen Munition wäre nicht schlecht, jawohl. Naja, Batterien haben wir jetzt mit 20 dann auch das Maximum erreicht. Schon wieder so ein komischer Holzhebetrecker. Und Nee, da gehen wir jetzt nicht her. Wir gehen jetzt im Pfeil hinterher. Na da. Und jetzt haben wir komische Musik. Okay, jetzt gleich benutze ich meine Leuchtpistole. Mal gucken, wie diese funktioniert. Denn... Ja. Proceed at your own risk, natürlich. Was? Achso.
und sehr krasses Silent Hill Feeling. Gefällt mir so richtig. Also ist ein normaler Rabe. Nicht wieder so ein... Oh, ja, da. Oh, direkt drei. Ach, guck mal. Direkt alle erwischt. Also... für Notfälle. Sehr gut zu gebrauchen. Gorschen. Blablabla. Ja, wir müssen hier Brillen tragen als Angestellte. Aber wir sind ja keine Angestellte. Und Schrotflinte. Ja, wir haben schon eine, haben wir jetzt zwei. Benutzen. Achso, der Fernseher. Forschung. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. Newton, Einstein, Sagan, Prinzen der Wissenschaft. Hm. Aber der Preis ihres Erbes ist sehr hoch. Oh, da hinten schwankt ja so ein Holzding rum. Night Springs. Quantenselbstmord. Wenn das Leben vorhergestellt ist, muss man tapfer sein, um den Verlauf zu ändern. Auf einer Pressekonferenz will Dr. Barclay Colvin eben diese Tapferkeit demonstrieren. Meine Damen und Herren von der Presse, ich bin Dr. Barclay Colvin. Und ich freue mich, Viele von Ihnen hier zu begrüßen im Moorcock-Institut. Heute möchte ich Ihnen eine praktische Demonstration des Multiwelt-Konzepts zeigen. Wie Sie sehen, ist dies eine geladene 9mm Pistole. Sie ist Teil eines Gedankenexperiments, das jetzt real werden wird. Der sogenannte Quantenselbstmord. Sagt er Selbstmord? Ist die echt? Macht er Witze? Bitte, bitte. Ganz ruhig. Es ist sicher. Schauen Sie, was passiert, wenn ich die Waffe an meine Stirn halte. Jetzt könnten Sie glauben, dass das ein Blindgänger war. Im Gegenteil. Dort haben wir einfach keine Patrone drin. Und doch kann ich mich selbst mit dieser Waffe nicht verletzen. Mit jedem Zug am Abzug entstehen zwei neue Realitäten. Eine, in der die Waffe nicht feuert, und eine, in der sie es tut. Mit diesem Gerät hier stelle ich sicher, dass meine Realität immer die erstere ist. Ich verleihe mir so selbst Quantenunsterblichkeit. Unter keinen Umständen kann mich diese Waffe töten. Also halt. Sie sagen, dass Sie bei jedem Schuss in einer anderen Realität sterben? Ja, natürlich. Aber das ist völlig belanglos. Unendlich viele Dinge können jederzeit passieren und sie passieren auch immer irgendwo. Der Punkt ist, diese eine Sache passiert. Jetzt ist das Gerät aus. Nicht hier. Sie sind verrückt, Colvin. Verrückt? Und so wie es aussieht, sind wir in dieser zweiten Realität. Bestaunt die Quantenunsterblichkeit. Ja. So viel dazu. Hochmut sein Verhängnis oder die Dummheit der Massen? Vielleicht hätte er sie nicht öffnen sollen. Die Büchse der Pandora. Denn Neugier hat oft böse Folgen. Die Nine Springs. Ja, ein bisschen Fernsehgucken nebenbei und... Achso, wir haben den Schalter gedrückt. Das Tor ist hier offen und... Ja, so wie es aussieht, sind wir hier in so einer... in der zweiten Realität irgendwie, wo immer nur alles Schlechte passiert. Wake lügt den Sheriff an. Fragte sie. Der Sheriff sah mich misstrauisch an. Das Morgenlicht schien durch die Bürofenster. Ohne ihre Hilfe wäre ich wohl nie lebend aus dem Wald gekommen. Und doch konnte ich ihr nicht sagen, was mir wirklich passiert war. Sie würde glauben, ich sei ein Lügner. Oder verrückt. Sie würde mich einsperren. Und sie würde mir nicht helfen, Alice zu finden. Okay, der Sheriff ist eine Frau und ich werde sie anlügen, so wie es aussieht.
Okay. Das. Die Dinger machen mir irgendwie Angst. Die habe ich schon gerade schwingen sehen. Und jetzt kommt auch schon wieder dieser Sturm auf. Nicht runterknallen und. Eine Zündkerze! Komm auf, zu wechseln! Oh. Ist das ein explosives Fass? Nee, das ist komplett leer. Wo steckst du? Ach, da! Ja, komm da runter! Alter, wie viele sind das denn hier? Der da oben scheint wohl irgendwie der Anführer zu sein. Verschwindet! Ja, jetzt lad hier schnell nach. Der hält aber was aus hier. Nordic Walking freigeschaltet. Und ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Ja, der Sturm ist weg. Jetzt ist nur noch neblig. Und wir haben eine weitere Thermoskanne gefunden. Thermosflasche, so. Und da ist ein Knopf. Für das Tor. Und da vorne ist auch schon die Tankstelle. Ich erkannte den Festwagen, den ich und Alice bei der Ankunft in Bright Falls gesehen hatten. Irgendwie ist hier Weihnachten oder so? Oder was macht da so ein Reh? Ja gut, Reh ist ja kein Rentier, also... ja. Irgend so ein Feiertag oder so. Nach dem Wahnsinn, so, den ich gerade in der Dunkelheit erlebt hatte, wirkten die Lichter der Tankstelle tröstlich. Zumindest für einen Moment herrschte wieder Normalität. Was stand da noch in dem Manuskript? Wir werden irgendwie uns selber im Fernsehen hören. Ein weiteres Manuskript. Schauen wir mal nach. Stucky spuckte auf den Garagenboden und versuchte, die Spinnweben abzuschütteln. Seitdem das Paar nicht aufgetaucht war, um die Schlüssel zu holen, war alles verschwommen. Etwas, ein Gefühl, ließ ihn aufmerken. Stucky blickte auf und starrte, während sein Gehirn vergeblich versuchte, den Albtraum vor ihm zu verarbeiten. Er taumelte, stieß eine Öldose um. Ein schwarzer Teich verteilte sich auf dem Boden. Nach kurzem Kampf gab er auf und das unerbittliche Dunkel verschlang ihn. Achso, das war dann vorhin alles passiert. Also das war dann im Prinzip der Moment, wo er besessen wurde. Bis zum Fest ist bei unserer Ankunft noch 2 Wochen gewesen. Stimmte das transparent, fehlte mir eine ganze Woche zwischen unserer Anreise und jetzt. Wo ist denn die Woche hin? Ja. Das... Die Garage? In der Werkstatt herrschte Chaos. Es sah aus, als hätte sich jemand verwüstet oder als hätte ein Kampf stattgefunden. Telefon finden, okay. Und das wird wohl der besagte Fernseher sein, der in dem Manuskript erwähnt wurde. Da schauen wir mal, ob das Manuskript in jedem Punkt recht hat. Ich schreibe. Ich schreibe weiter. Draußen ist es tatsächlich dunkel. Außerhalb der Hütte, außerhalb der Geschichte, nur Dunkelheit. Ich kann sie darin spüren. Ich rieche ihr Parfüm. Ich werde sie finden. Ich bringe das in Ordnung. Ich hole sie zurück. Die Geschichte wird wahr werden. Höre ich auf, ist sie verloren. Das gibt's doch nicht. Der durchgeknallte Typ im Fernsehen war ich. Wurde ich langsam verrückt? Ja, also unsere Frau hat
wohl irgendwie recht, dass die uns untersuchen lassen möchte. Da ist das Telefon, aber ich schaue erst nochmal rum. 68, Iris Hirschfest, 15. bis 18. September. Spiele und Aktionen, Tombola, Wettangeln, Kuchenwettbewerbe und Überraschungswettkämpfe, Live-Musik für die Kinder, Hasenzahn, was ist ein Hasenzahn? Also Hasenzahn Charlie, das ist so ein Typ. Also. Und die unglaubliche Phantasmagorie von Montgomery de Magia. Verpassen Sie nicht die legendäre Hirschfestparade. Ja, noch 7 Tage, wenn dieser Albtraum bis dahin vorbei ist, können wir uns vielleicht doch noch amüsieren und hoffen, diesen Horror hier zu vergessen. Und dann telefonieren wir jetzt mal, oder fällt jetzt wieder der Strom aus? Ach, da ist unser Sheriff, den wir anlügen werden. Zum Glück, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. Und Sie sind? Mein Name ist Alan Wake. Hören Sie, ich hatte einen Unfall. Meine Frau Alice, sie ist verschwunden. Ganz ruhig, Mr. Wake. Wir haben in einer Hütte auf der Insel übernachtet. Im Cauldron Lake. Es gibt keine Insel im Cauldron Lake. Nicht seit dem großen Ausbruch in den 70ern. Bitte, ich bring Sie hin, okay? Sie haben einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen. Alles okay? Hören Sie. Wir werden uns das ansehen. Steigen Sie ins Auto. Wir fahren erst am See vorbei und dann gleich zum Revier. Okay? Mr. Wake, haben Sie Stucky gesehen? Den Typ, dem hier alles gehört? Ich begriff, dass ich nicht erzählen konnte, was im Wald passiert war. Sie würde mir nicht glauben. Und dann würde sie mir nicht mit Alice helfen. Aber wieso soll die Insel im See nicht existieren? Irgendetwas ist hier noch faul. Tatsächlich. Das Schild zu dieser Taucherinsel ist noch da. Aber der Rest fehlt. Oh, Ende von Episode 1. Und ja, damit mache ich dann auch zu dieser schönen Musik ein erstes Aufnahmeende. Und sag dann bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.